Ja, hallo liebe Kopterfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Da bin ich einmal wieder. Ihr seht es schon und hört es schon. Bei mir ist Disco, Disco in the House. Und zwar nicht diese Disco, wie ihr sie hier seht, sondern diese Disco, wie ihr sie hier seht. Ich konnte nicht widerstehen, denn ich habe ein Top-Angebot aus meiner Sicht gesehen. In dem Fall 65% Rabatt auf eine Disco von Parot, in dem Fall das Disco FPV-Set. Und das habe ich mir einfach gegönnt, und zwar noch vor der CES 2018, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass auch Unique da einen Flächenflieger, wie der Disco Parot ist, ja vorstellt, ja, und dann später natürlich auch verkauft. Da habe ich hier vielleicht schon einen kleinen Vorsprung, denn ich kann mich mit so Flächenfliegerei schon etwas vertraut machen. Aber davon abgesehen, für euch dieses Video hier ist nur so eine kleine Info, so ein zusätzliches Video, sage ich mal, denn ich werde hier keine großartige Reihe drüber drehen, sondern werde mich weiterhin auf die, ja, Kopter, die Multicopter, Hexacopter konzentrieren. Aber in dem Fall geht's, oder in diesem Video geht's halt erstmal um den Disco von Parot. Ihr seht hier einmal mit dem Lieferumfang die Funkfernsteuerung. Die ist recht kompakt, inklusive IT-Lightset, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das habe ich hier in dem Fall aber schon im Vorhinein gelesen, dass dieses System, also dieser Controller hier, auch die ältere Variante, die Sky Controller 1 war es, glaube ich, auch schon sehr gut von der Verbindung her sind. Dazu gibt es hier diese FPV-Brille, wo man das Smartphone einschieben kann. Hier habe ich ein kleines Problem, denn ich habe ein Outdoor-Smartphone und das ist hier so groß oder so dick vielmehr, dass es hier einfach nicht hineinpasst. Mit dabei natürlich ein Akkumulator, ein ja, 3S-Akku, der hier für 45 Minuten maximal Strom sorgen soll. Hier ist natürlich die ganze Elektronik mit verbaut in dem Mittel- und Hauptteil. Ihr habt ja gerade gesehen, der Flight Controller und eine Bodensensorik, die in dem Fall dann auch den Abstand zum Boden messen kann. Mit dabei auch einmal ein Ersatzpropeller und die Bedienungsanleitung, wobei ich mir diese bereits im Vorfeld, nachdem ich das direkt bestellt habe, hier schon, ja, mir zu Gemüte geführt habe. Die beiden Flächen, einmal rechts und links, haben natürlich ein bewegliches Teil, um hier die Höhenkontrolle bzw. die Seitwärtsbewegungen zu steuern, und auch ein Ladegerät oder Ladeelektronik in dem Fall ist hier mit dabei. Und es gibt noch ein kleines Kästchen, wo auch noch so etwas ja, Elektronikkäbelchen drin sind. Einmal ein Micro-USB-Kabel und ein Anschluss zum Laden des Controllers, den man hier mit keinem Micro-USB-Kabel, sondern nur mit diesem mitgelieferten laden kann, muss, darf, soll. Ja, und natürlich gibt es dann hier noch verschiedene Plugs, die man an das Ladegerät, also an den Anstecker für die Steckdose nutzen kann. Hier noch einmal das Verbindungsstück, um auch den Akku zu laden. Das ist hier ein Balancer-Anschluss, worüber geladen wird. Und hier die Plugs, die, ja, Stecker, die man hier nutzen kann, um in den verschiedenen Regionen dann zu laden. Das ist ja idiotensicher gemacht, da dreht man einfach auf, das habe sogar ich kapiert. Also überhaupt gar kein Problem. Da muss man sagen, hat Parot meiner Meinung nach sehr gut gearbeitet. Das kann man einfach zusammenstecken und dann geht's. Gleiches gilt übrigens auch für, ja, dieses hier. Das ist im Grunde so konzipiert, dass man das eigentlich gar nicht verkehrt zusammen machen kann, es sei denn, man wendet extrem viel Gewalt an. Hier muss man den Regler natürlich anpassen, dass der dann passt, aber das ist kein Problem. Den kann man einfach dann entsprechend in die Position drehen, und hier hat man einfach nur die beiden Flügel einzustecken und schon wäre das Teil eigentlich, ja, flugbereit. Natürlich den Akku noch einsetzen, ist ganz klar, damit das Ganze dann auch losgeht. Akku wird hier hinter dem, ja, ist das, magnetischen Verschluss, hinter der magnetisch gehaltenen Platte einfach eingesteckt. Das Fach ist hierfür schon da. Der Stecker ist auch idiotensicher in dem Fall. Der kann hier nicht verdreht werden und dann kann es hier in dem Fall schon direkt losgehen. Was ich natürlich im Vorfeld machen musste, war das Ganze hier einmal laden. Den Akku, den wir hier, ja, im Grunde genommen auf Lagerspannung schon so bekommen. Da war knapp 50%. Ich müsste aber jetzt lügen, wie viel es genau war. Und hier die Schale bzw. der Stecker. Bei dem Stecker ist es hier so, dass ich leider in dem Fall nur eine Möglichkeit habe. Entweder ich lade den Akku
oder ich lade die Funkfernsteuerung. Also ich kann das nicht gleichzeitig laden, weil die Anschlüsse in dem Fall hier wirklich halt nur einmal passen. Ich fange dann immer mit dem Akku an. Ich habe in diesem Fall auch gedacht, dass der Akku hier länger braucht, aber da kommen wir gleich zu. Den kann ich hier auch ganz normal ausmessen über den Balancer-Anschluss. Ist wie gesagt ein 3S-Akku. Das kann man hier auch sehr schön sehen mit 11,1 Volt. Und der ist hier bei 30%, wobei ich ihn hier mit diesem Video schon geflogen hatte. Der war bei mir wirklich um die 50%. Hier dann einfach an den Balancer-Anschluss anschließen. Auch das ist idiotensicher. Also man kann ihn nicht verkehrt rum anschließen und dann geht das Ganze schon los. Markiert und gezeigt wird das Ganze auf der, ja, auf dem Stecker in dem Fall, ein rotes Lämpchen. Das rote Lämpchen, das verändert sich natürlich, sobald hier der Ladevorgang beendet ist und es wird dann grün. Jetzt hier zu dem besprochenen oder angesprochenen, ja, zweiten Käbelchen. Das hier ist nämlich das Kabel für die Funkfernsteuerung. Auch das muss ich einstecken. Darum, also mit der einen Seite geht es eigentlich, mit der anderen Seite ist das Problem, die kommt nämlich auch da rein und ja, was soll ich sagen, ich kann immer nur eins laden, so einfach ist es. Ja, hier sehen wir, das Ding ist grün, Akku voll, ist schon mal gut, das Ganze in weniger als einer Stunde hat mir sehr gut gefallen, brauche ich nicht so lange warten, wenn ich einen zweiten Akku habe, 2 Stunden bin ich fertig. Jetzt aber auch noch die Fernsteuerung laden, hier wird mir natürlich auch angezeigt, dass ich mich im Ladevorgang befinde, es leuchtet rot, ganz normal, also das versteht eigentlich jeder und wenn das Ganze fertig ist, dann sieht das grün aus. Auch hier bin ich dann ziemlich schnell fertig, der war auch schon vorgeladen, musste ich gar nicht so viel laden, ich glaube ich kann hier locker 5 Akkus mit fliegen, bevor die, ja, Batterie in diesem Sky Controller, ja, leer ist. Ja, dann ging es nach draußen, das Ganze einmal fliegen, den Disco einmal ausprobieren. Das unterscheidet sich hier in dem Fall vom Flugverhalten erheblich zu einem normalen Kopter, denn dieser Kopter, das ist ein Flächenflieger, in dem Fall ein Nurflügler, der kann halt nur in eine Richtung fliegen und das hatte ich bis dato, ja, in dem Fall noch nicht getan, beziehungsweise nicht wissentlich. Deswegen wusste ich auch nicht, wie ich damit agieren sollte, das war also quasi testen. Auf gut Glück. Ihr habt auch gerade gesehen, der Smartphone-Halter habe ich nachbestellt. Der war dann auch da. Ohne geht es definitiv nicht. Das Smartphone auf dem Steuergerät ablegen, das geht überhaupt nicht. Deswegen habe ich so lange warten müssen. Hier natürlich das Ganze zusammenbauen. Akku rein, an sich nicht viel. Akku rein, Deckel drauf. Dann die beiden Tragflächen rechts und links an den Korpus montieren. Ihr hört schon hier, es ist etwas viel Wind. Ich musste auch aufpassen, dass mir hier die Tragflächen nicht davonfliegen, denn die sind ja aus Styropor, die wiegen quasi nichts. Und hier in dem Fall einmal alles montieren, man sieht es hier gar nicht, dann ging es direkt los. Einschalten, in dem Fall einmal den Kopter und auch die Fernsteuerung. Hier habe ich übrigens gerade gemerkt, da fehlt mir noch das Kabel. Das ist hier auch etwas anders wie beim, ja, Typhoon H oder beim H520. Da brauche ich ja nichts zusätzlich anmontieren, kein Smartphone etc. pp. Aber hier musste ich das dann natürlich noch tun, den Controller mit dem Smartphone verbinden, damit ich hier auch eine Verbindung habe, damit ich das auch miteinander nutzen kann. Das war an sich gar nicht so schwierig. In dem Fall eigentlich alles einmal einrichten. Ich musste hier auch nochmal kalibrieren, aber damit will ich euch nicht langweilen. Und dann ging es schon los. Das Ganze hier starten und wegfliegen und das war's schon. Und hier ist mir aber dann auch ein kleines Malheur passiert. Passt mal auf, was mir passiert ist. Ich habe mir doch glatt in den Finger geschnitten. Und ich muss dazu sagen, das ist auch nicht ohne. Das waren hier 5-6 Schnitte. Die waren zum Glück durch die Kälte nicht ganz so tief, beziehungsweise es hat nicht ganz so stark geblutet, aber es war trotzdem, naja, sehr unangenehm und auch, ja, sehr schmerzhaft und es hat sehr lange gedauert, bis es wieder verheilt ist, bei wohlgemerkt nur einem Propeller. Aber egal, ich habe mich davon nicht abhalten lassen, da komme ich schon in der Luft, also ging es ans Fliegen. Aus einer anderen Perspektive sah das hier so aus, das Ganze einmal starten. Das ist ja etwas, ich will nicht sagen problematisch, aber unvorteilhaft, dadurch, dass der, ja, mehr oder weniger nicht sehr griffig ist, der Kopter. Und ich habe den halt hinten am Propeller angefasst und dann halt gestartet und habe mich dann natürlich geschnitten. Okay, ist halt so. Passiert mir nur einmal, das nächste Mal nicht. So sah es aus. Der Kopter war in der Luft. Dann konnte ich ihn ganz normal fliegen.
das Ganze nochmal an einem anderen Tag. Also das Starten, das hatte ich dann mittlerweile ja doch ganz gut drauf. War jetzt gar nicht so schwierig. Aber hier seht ihr nochmal, ich weiß nicht, wo man das Ding anfassen kann. Ich packe dann immer unten in die Sensoriköffnung rein, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so gut ist. Aber man kann halt schlecht anfassen. Das Ganze einmal starten, da braucht man nur einen Knopf drücken und dann wegschmeißen das Ding. Und ihr seht schon, der fliegt dann hoch und ich kann ihn steuern, kann ihn fliegen, ganz normal, wie sich das gehört. Der Pilot nimmt natürlich dann das Ganze unten gleichzeitig auf. Das wird mit dem Starten, wird das automatisch gestartet und natürlich auch gestoppt, wenn er fertig ist. Ihr seht dann auch die Telemetrie unten rechts, also so sieht es auf der Smartphone-Oberfläche aus. Und links oben haben wir dann natürlich das Videobild, das wird dann auf der Disco selbst gespeichert. Die hat einen 32 GB Speicher, glaube ich. Muss man dann immer von da herunterziehen. Da gibt es keine Karte. Und dann kann ich hier das Ganze so live mitverfolgen. Die Verbindung ist bei mir jetzt nie abgerissen, aber ich bin jetzt auch nicht so weit geflogen. Also immer so, dass ich den Disco noch sehen konnte, was zum Teil recht schwierig ist, weil er ja, wenn er gerade in der Luft liegt, ja eigentlich nur noch ein Strich ist und dann, wenn ich Pech habe, nur noch weiß aussieht. Da muss man echt genau hinschauen und einmal weggeguckt, ist er auch schon verschwunden. Also da muss man echt Obacht geben. Das ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Natürlich auch nicht für mich und ich musste mich da auch erstmal dran gewöhnen. Die Steuerung war aber recht einfach und verhältnismäßig intuitiv. Man fliegt zweimal in die falsche Richtung, dann macht man es einfach umgekehrt und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Die Kamera löst bis Full HD auf und 30 FPS. Das ist zwar meiner Meinung nach in Ordnung, aber die Qualität ist, naja, das Problem ist vielleicht, ich bin eventuell verwöhnt durch die 4K-Aufnahmen von den Koptern, die ich habe, beziehungsweise ich habe einen 4K-Monitor und da sehen die Aufnahmen dann entsprechend, wie gesagt, naja, aus. Es ist auch hier nicht zu vergleichen mit einem Filmcopter, der halt via Gimbal hier das Ganze ausgleicht. Hier wird wirklich jede Bewegung direkt übertragen und wird hier auch mit aufgenommen. Man kann zwar gerade und verwacklungsfreie Aufnahmen hier aufnehmen, indem man den Disco einfach nur gleiten lässt. Aber das ist recht schwierig, denn man möchte ja nicht nur geradeaus fliegen, sondern man möchte auch Bewegungen machen. Und da muss ich gestehen, da habe ich vielleicht das Gefühl noch nicht, dass ich da auch gute Aufnahmen bekomme. Hier für die Tests hat das aber ganz gut geklappt. Der automatische Weißabgleich, der geht auch so. Da kann man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Man kann es auch manuell einstellen. Hatte ich aber in dem Moment nicht gemacht. Ich habe mich hier in diesem Falle wirklich auf das Fliegen konzentriert, um das Ganze einmal zu erfahren und hier zu schauen, wie das funktioniert. Ich habe das hier in dem Fall auch live übertragen. Das seht ihr im unteren Bild mit der Telemetrie. Ich habe euch daran teilhaben lassen. Den einen oder anderen hat es vielleicht gefallen. Ich fand es mal ganz interessant. Ich wollte mal wieder was Neues ausprobieren. Für mich persönlich ist der Disco ja mal was ganz anderes. Das ist vom Flugverhalten ja ein komplett anderes Verhalten, also wirklich komplett anders. Das kann man absolut nicht vergleichen. Das fand ich persönlich aber auch interessant, auch prickelnd, denn das war, wie gesagt, was komplett Neues für mich. Da habe ich mich aber verhältnismäßig schnell reingefuchst. Kann sicherlich jeder, aber die Drohne bzw. die Disco, die wird ja hier doch trotz alledem sehr gut unterstützt. Die kann man hier auch fliegen lassen, also stehen lassen, kann man hier nicht sagen. Die dreht dann halt Kreise in der Luft, das kann man alles einstellen. Ist meiner Meinung nach ein nettes Feature. Hilft am Anfang natürlich auch sehr gut, aber fürs Fliegen ist das soweit okay. Einen zweiten Akku für den Disco werde ich mir hier aber wahrscheinlich nicht holen, denn nach 30, 35 Minuten Flugzeit ist mein Bedarf erstmal gesättigt. Das reicht mir dann auch. Dann beschäftige ich mich lieber mit dem Filmen der Filmcopter, die ich habe. Das ist für mich dann um einiges interessanter. Ich hoffe, ich konnte euch hier trotzdem einen kleinen Einblick geben. Die Preise der Disco, die fallen ja doch jetzt mittlerweile erheblich, den gibt es ja auch schon über ein Jahr und da gibt es jetzt auch bald den Firebird von Unique, da bin ich mal gespannt, der wird wahrscheinlich in ähnlicher Weise funktionieren, habe da hier wie gesagt schon einen kleinen Vorsprung und werde darüber natürlich dann auch berichten. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen, ich würde mich auch freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid, H520 ist dann dran. Ich sage an der Stelle tschüss, macht's gut. Wie gesagt, schaut nochmal auf meiner Facebook-Seite vorbei, unique.fans. Bis dann sage ich tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.